Na, wir haben ja den Bau der A20, der Digis, übertragen und wir hatten damals gesagt, wenn wir übertragen, dann können wir Planungskapazitäten, also Menschen, die planen können, freisetzen auf andere Projekte und die dann vorantreiben. Und deshalb freut es mich, dass wir jetzt, wenn die Übergabe an die Digis per Ende März erledigt ist, dann wollen wir die Planer auf die Teilabschnitte 2 bis 4 der B5 setzen, also das Stück Husum-Tönning. Dort haben wir ja schon seit, in Wahrheit, 2016 eine Finanzierungszusage des Bundes in Form des Gesehenvermerkes, aber es ist nichts passiert, weil das Land eben über nicht genügend Planungskapazitäten verfügte. Diese Planungskapazitäten stehen jetzt zur Verfügung und deshalb können wir jetzt Husum-Tönning auf der B5 endlich angehen und damit in den vier Planungsabschnitten loslegen. Also erstmal sind wir noch oben in Hattstedt-Bredstedt bei der Ortsumgehung. Hier sind eigentlich die Planfeststellungsthemen ja eigentlich gelaufen. Da ist geklagt worden dagegen. Wir haben nochmal den Plan geändert und sehen jetzt allerdings, dass auch gegen die weitere Planänderung nun offenbar erneut geklagt wird. Das verzögert natürlich solche Verfahren irre. Ich kann verstehen, dass man gerne in der Region sagen würde, Mensch, endlich mal den Spaten in die Erde bringen. Aber das ist vor Ort so, dass eine Umweltinitiative und Landwirte sagen, nee, sie sind dagegen und klagen dagegen und das ist ihr gutes Recht. Das verzögert weiterhin die Ortsumgehung Hattstedt-Bredstedt. Da werden wir wahrscheinlich mit einem weiteren Gerichtsverfahren rechnen müssen. Und im Bereich Itzehoe-Brunsbüttel, da sage ich mal, sind wir jetzt unterwegs. Auch hier wollen wir Dinge schneller voranbringen, aber das wird sicherlich auch noch einen kleinen Augenblick dauern.